So, wir müssen uns jetzt hier durch die Straße kämpfen, denke ich mal. Mal gucken, wie einfach das wird, beziehungsweise wie schwer. Komm, einfach mal dahin, eiskalt. Dann muss ich da die nicht ausschalten. So. Und ich guck dann mit der Zeit, dass ich... Wow! Dass ich hier die platt machen kann. So, den da oben müssen wir uns mit der Waffe holen. Ach, dann... Ah, so. Sehr schön. Gut. Boah, da ist ja noch einer. Boah, da sind noch so viele auf dem Balkon. Dann nehme ich mir mal wieder Luftunterstützung. Texas, das Ziel ist markiert. So. Dann mal viel Spaß. Können wir uns das angucken? Ja, können wir. Und das war's mit den Soldaten da. Ziel erledigt. Den haben wir auch noch bekommen. Ja, Resnov schreit auch noch was darum. Ah, Kontrollpunkt erreicht. Sehr schön. So. Oh ja. Ah, der hat einen Raketenwerfer. Oh, fällt das Ding da um, ey. Da draußen ist ein Panzer. Oh ja. Ja, Moment. Und zack. Texas, schwerer Panzer bei Victor Zulu 7 Foxtrot. Die Waffe will ich. So. Den nehme ich mir noch. Super, jetzt ist der Panzer einfach mal weggefahren. Entschuldigung. Das Ziel ist jetzt woanders. Ah ne, der Panzer ist trotzdem kaputt. Wow. Aber die haben immer noch extrem viele Leute da hinten. Alter, geh doch hier rein, ey. So, ich sehe gar nichts. Ich sehe da hinten gar keinen Feind. Ah, da oben ist einer drin. So, der ist jetzt aber tot. Und da ist noch wer. Und da oben ist noch einer. So. Aber ansonsten sieht man hier noch gar nichts. Resnov steht hier. Gehen wir mal zu dem. Ah, da hinten ist noch hier mehr. Ja, da hinten ist irgendwo ein Ziel. Ach so, aber für später erst. Dann müssen wir uns erstmal bis hier vorne hinkämpfen. Ach, jetzt kann ich hier nicht durchlaufen. So. Boah, scheiße. Schießen sie wieder von oben. Wo sind denn meine Leute? Die sind doch alle gar nicht mehr da. Wo sind die denn? Da kommen sie. Die sind viel zu langsam. Gib mal Gas. So kommen wir doch hier nicht weiter. Was? Errungenschaft freigeschaltet. Sauber Wege. Okay. Aber die Melonen hier können wir nicht kaputt schießen. Das hier geht ja gar nicht. Das ist doch purer Munitionsregen. Ja, super. Ich kann den nicht geben, bevor wir hier nicht weiterkommen. Ich wechsle mal auf die Spaß 12 jetzt wieder. Feind erledigt. So, jetzt hoffe ich doch mal, wenn ich nach vorne laufe, dass meine Kollegen dann mitkommen. Alter, wie lange lädt der nach? Ah, das ist Bowman jetzt. Oh, scheiße, das gibt's doch nicht. Wieso sterben wir denn? Oh, Mann. Was ist denn das hier für ein Rotz, ey? Oh, schon wieder. Der Panzer. Ich will... Lass mich verarschen. So, hallo? Ich kann irgendwie den... Ach so. Ich hatte den Luftangriff schon ausgewählt, deswegen konnte ich es jetzt nicht wieder auswählen. Irgendwie logisch. So. So, das hier machen wir ein bisschen schneller. Und chillen hier nicht eine halbe Stunde lang. Aber jetzt müssen wir uns erstmal hier verstecken. Resnov meint wieder, es gibt Feuerregen. Hat er natürlich recht. Da hat er natürlich recht. So.
Ich mache mal gerade einen kleinen, aber feinen Sprint hier hin. So, der ist Geschichte. Wechseln wir mal auf die Spaß 12. Ah, der bringt hier nicht so viel. Und wo werde ich denn jetzt hier? Ah, von da. Die sind ja genau auf meiner Linie. Ich dachte, die wären alle nur vor mir, aber da sind ein paar auf meiner Linie. So, da kam eine Granate. Ich weiß noch, was sie eigentlich voll abbekommen, aber egal. So, irgendwo da hinten ist jetzt unser Ziel. Ich mache einfach mal da jetzt einen Marker hin. Ich weiß zwar nicht, was da ist, aber ich habe einfach mal in Richtung Ziel jetzt gesetzt. So. Und jetzt leckt es, komischerweise. Und da hinten brennt jetzt irgendwas. Und es schießt niemand mehr. Hm. Gut. Antwortbereich war jetzt nicht so schwer eigentlich. Ah ne, das sind unsere Leute. Wow, 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 what the hell? Ihm sollen wir folgen. Verstanden, Texas. Ah, ich helf dir, komm. Auf! Und zack, komm. Geh auf, scheiß Ding. What the hell? Scheiße! Ah, zwar. Mason, der ZSU muss weg! Bowman, pass auf die Jungs auf! Verstanden! Alles klar. Resnov ist auch noch dabei. So, dann gehen wir mal wieder die Treppe hoch. Und zack, meine Freunde. Wow, shit. Nicht genug Munition, aber jetzt. So, und wo müssen wir jetzt hier hin? What? Was war denn das? Ich konnte nicht glauben, dass ich Resnov hier in Way befand. Dass er der Überläufer war. Er ist für Sie zurückgekommen, Mason. Resnov war zurück. Noch alles dran, mein Freund? Alles okay. Mason! Alles okay, Bruder? Ich atme noch. Wir treffen uns am Sammelpunkt. Gut, also jetzt sind wir nur mit Resnov unterwegs. Oh, scheiße, Alter. Komplett verballert. Jetzt sind wir nur mit Resnov unterwegs und Woods und Bowman werden wir dann erst wieder an diesem Sammelpunkt treffen. Aber das macht ja nichts. Wir müssen das Ding da oben ausschalten. Der ZSU ist nicht bei uns. Ich gehe mir davon aus, mit C4. Ja. Und zack. Schön. Festmachen und dann sprinten wir mal eine Runde weg und gucken uns das Ganze an. So. Oh, sorry. Ja, schön den Viktor Rest nochmal abgeknallt. Ich hab gedacht, während. Wollte gerade sagen, ist der von uns? Ah, unsere Mitfahrgelegenheit. Ich bin nicht sicher. Es sind noch andere Flügel unterwegs. Durchhalten. Erst holen wir die Verletzten. So, auf. X-Ray, es gibt keine Luftunterstützung, solange wir evakuieren. Wir warten. Ladet nach. Ich will, dass die Landezone sicher ist. Mason, leg Sprengladungen rund um die Zone. Es sind noch andere Flügel unterwegs. Durchhalten. Erst holen wir die Verletzten. Okay. Dann warten wir mal auf unsere Freunde. Wo sind sie denn? Wir müssen jetzt einfach nur durchschalten hier an dieser Stelle. Und dürfen nicht sterben, das ist alles. Aber das ist einfacher gesagt wie getan, weil da kommen eben relativ viele Feinde. Und diese Luftunterstützung haben wir jetzt auch nicht mehr, also wir können jetzt nicht wieder diesen Heli rufen. Und ja, da sieht man schon, wie extrem viele da kommen. Ja. Das ist einiges, was da angerannt kommt. Sterbt! So. Das sind wirklich viele. Für den höre ich mir noch glatt mal die Spaß 12. Na super, jetzt ist er vorher schon gestorben. So. Den hätten wir ausgeschaltet. Sonst noch mehr. Ach ne, der ist uns. Sorry, der war auf unserer Seite. Alter. Es nervt schon so ein bisschen, dass mir manchmal die Stimme versagt, wie beim Husten. Aber gut. Das ist kein Rückzug! Sie sammeln sich! Okay. Kommando, X-Ray 1-0. Hier unten brennt's gewaltig. Wo bleibt die Evakuierung? Da kommt sie. Wir holen unsere Vögel vom Himmel.
Wir sind nicht die Einzigen, die da raus wollen. Wir haben ein Paket von oberster Priorität. Wir müssen hier weg. Wir finden schon einen Weg. Bleiben Sie, wo Sie sind. Amerikanische Soldaten. Eure Aggression gegen die Volksrepublik Vietnam wird nicht ungestraft bleiben. X-Ray, Ihre Evakuierung ist unterwegs. Wart in eure Heimat zurückzukehren, werdet ihr in unserer sterben. Okay, die meinen also, wir sollen jetzt hier sterben. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Oh, na super. Weiterfeuern! Da haben sie jetzt einen tollen Panzer. X-Ray, hinter Ihnen! Es ist ein Patrouillenboot unterwegs! Das ist schlecht. Eine Sekunde zu früh! Geben Sie Feuerschutz! Trupp Delta ist in Position! Verstanden! X-Ray! Ah, jetzt haben wir wieder Luftunterstützung. Das ist doch gut. Trupp Delta! Legen Sie los! So. So, und jetzt zack. Sprint, Sprint, Sprint. Erreichen Sie das Boot. Ja, das schaffen wir. Dragovic. So viel zum Waffenstillstand, zum Test. Der Mut des Feindes könnte auf seinem neuen Verbündeten beruhen. Puh. Gerade so geschafft, diese Mission. Das war jetzt zum Schluss mal eine schöne Belagerung. Wir haben die Akte, die Ihnen der Überläufer bei McVie gegeben hat. Wir haben Dragovic Männer identifiziert. Kravchenko, Clark Steiner. Sie kennen sie. Die Köpfe von Projekt Nova. Nova 6. Reznov nannte es Nova 6. Dragovic. Was wissen Sie über Dr. Clark? Wir wissen, dass Clark der Chemiker ist, der Nova 6 mitentwickelt hat. Bösartig und selbstverliebt. Entartetes Wunderkind. Ihr Kontakt Jason Hudson wurde nach Kabul geschickt, um Clark zu verhören. Erinnern Sie sich? Wieso fragen Sie? Sie wissen doch schon alles. Nein, Mason. Wir wissen nicht, was die Zahlen bedeuten. Von wo aus sie gesendet werden. Wieso fragen Sie nicht Hudson? Kowloon war seine Mission. Er hat Clark verhört. So, beim nächsten Mal werden wir dann Hudson spielen und nicht Mason zum ersten Mal im Spiel. Aber jetzt mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann. Ciao.